So Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Enduro-Blog. So, heute mal ein ganz entspanntes Thema. Mein neuer Plastiksatz, der sieht auch schon richtig gut aus. Und zwar habe ich keinen Bock mehr, ganz einfach. Ich habe natürlich mitbekommen von Kollegen, die hat man rausgezogen. Das war so ein lieber Herr, ja, war echt ein lieber Herr. Der war halt damals auch in meinem Verfahren, so gesagt, der Spitzel vom, wie soll man sagen, vom Boss. Ich nenne natürlich keine Namen, das wäre dumm. Und zwar hat man die dann rausgezogen und er meinte, ja, der Sumoduro, der fängt ja auch wieder an, Videos zu machen. Und da sind wir auch schon wieder dabei, ein Verfahren irgendwie zu eröffnen, irgendwie so war das. Jetzt denke ich mir halt auch wieder, Junge, was wollt ihr von mir? Wie die einfach immer noch hinter mir her sind, wie Tag 1, das ist für mich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr könnt euch nicht in meine Situation hineinversetzen. Damals, ich war 17, hatte Spaß, ich habe absolut keinem gefährdet. Ich bin halt nur mit meiner Karre offen gefahren und habe ein paar Ordnungswidrigkeiten gemacht. War natürlich scheiße, würde ich nie wieder machen, ist klar. Und es geht mir dann einfach echt tierisch auf ins, so nebenbei, ich hoffe mein Mikro funktioniert, wenn nicht, ja, sieht man ja dann, ich hoffe es einfach. Ja, ihr könnt euch da nicht hineinversetzen, wie das jetzt für mich ist. Ich muss jedes Mal, ich mache mir übel den Kopf, was mache, was kann ich für Videos machen? Momentan, zum Beispiel, was kann ich groß machen, was Spaß macht und nicht illegal ist? Weil mittlerweile alles, was Spaß macht, ist illegal. Das ist echt nicht mehr normal. Also das, ich weiß nicht, ob so euch auch geht, auch vielleicht so ein paar YouTuber unter euch. Ich glaube echt, so geht es nur mir. Ich habe ein paar andere YouTuber gefragt, ein paar größere, ich nenne jetzt auch keine Namen. Hab mal gefragt, ja, wie sieht es bei euch aus? So mit der Polizei. Ja, gar nichts, voll chillig. War noch nie was. Ja, geil, hey. So muss das sein. So macht Spaß. Aber in meiner Situation, so macht es echt keinen Spaß mehr. Ich muss jedes Mal gucken, ey, was kann ich aufnehmen. Ich muss aufpassen, was ich sagen muss. Ich muss aufpassen, was ich posten muss. Also nicht nur im Sinne, ich darf jetzt echt keinen illegalen Scheißdreck posten. Sowieso nicht. Aber ich muss wirklich bei jeder Kleinigkeit, die gucken jedes einzelne Kommentar bestimmt immer noch durch, nach über 3 Jahren. Die gucken sich jedes Video an, die schreiben sich alles auf, die gucken jede Story an, speichern jede Story. Ich kenn's doch. Es war damals nicht anders. Oder, ich versteh's nicht. Ich versteh's schon, aber ich kann's langsam echt nicht mehr dulden. Das geht mir echt auf die Eier. Ich habe übel Muskelkater von gestern noch, mir war ein bisschen kicken. Könnt ihr mich verstehen? Wisst ihr, was ich meine? Ich würde ja auch gerne, ich würde meinen ganzen Alltag gerne aufnehmen, aber das geht auch nicht, weil in meiner Werkstatt, da ist dann mein Bruder, der macht da noch irgendwas. Und vor dem zu filmen und zu reden, dies, das, habe ich auch keine Lust. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann gerade eh nichts fahren. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, einfach schlecht Videos zu machen von Abonnenten, Mopeds. Das wäre so das Einzige, was ich gerade euch bieten könnte. Und dann natürlich auch ein bisschen detaillierter, nicht einfach nur fahren, sondern auch, oh fuck. Sondern auch schön über die Mopeds reden. Das könnte ich euch gerade bieten, aber ich weiß nicht. Mir fällt nichts mehr ein gerade. Ich würde so gern wieder richtig mit YouTube durchstarten. Ich werde es auch machen. Aber wenn man dann einfach wieder sowas mitbekommt, da hat man keinen Bock mehr, wirklich. Als ich das jetzt schon wieder mitbekommen habe, habe ich echt gesagt, ich höre auf. Also wirklich,
es hat keinen Sinn mehr, ich höre auf, ich verkaufe meine Mopeds, kaufe mir ein Auto, hab Spaß. Das ist so das, was ich mir vorstelle, was ich mir überlegt habe. Und nicht die ganze Zeit beobachtet werden von irgendwelchen Molukken. Mir fallen auch keine Themen mehr ein, über was ich labern kann, weil man hat nur noch die Scheiße im Hinterkopf. Das geht mir echt so auf den Sack. Da fällt mir nichts mehr ein. Das Thema regt mich echt auf. Ich hoffe, das hört bald mal auf. Auf jeden Fall tut mir echt leid. Ich versuche auf jeden Fall die nächsten Wochen, Monate echt durchzuziehen und echt Videos zu bringen. Wenigstens irgendwas Interessantes, was euch interessiert, kann ich ja hochladen. Aber ich muss echt immer überlegen, was könnte ich jetzt machen. Und das ist mein Problem gerade. Ich kann nicht, weiß ich, wie gesagt, wenn ich schraube oder so, ist immer schwer. Ich würde da gerne alles aufnehmen mit Kameramann und ich erkläre alles. Das wäre geil, aber soweit bin ich einfach noch nicht. Und das geht auch gerade nicht. Würde ich echt gerne machen. Weil ja echt viele Junge da draußen sind, die auch was lernen wollen. Und das wäre halt echt geschickt. Das wäre geil. Vielleicht kommt es ja noch. Ich meine, YouTube läuft ja eigentlich nicht schlecht. Immer noch nach 3 Jahren Stillstand kann ich mich nicht beschweren. Ich bin echt froh, dass ihr da noch am Start seid. Und größeres Bike kommt auch. Ich weiß, ich bin immer noch unschlüssig. Ich will mir auch ein schönes Auto kaufen. Und ein geiles Bike. Das geht halt einfach nicht. Ich bin nicht reich. Deswegen muss ich irgendwie gucken, wie ich das mache. Also ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Zeug sagt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace, peace.